Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Enderal. Ja, wir sind jetzt hier im Schloss von Dalgeran, erweckter Diener. Kann ich nicht durchsuchen. Die werden ja auch gleich alle aufstehen. Hier kann ich nichts machen. Okay, die Tür? Die Tür führt uns nicht rein. Schloss Dalgalar Schmiede. Gehe ich mal hier rein? Werde ich hier angegriffen? Ratten, ja. Hier gibt's Ratten. Okay, diesmal folgt mir. Das waren alle. Ich hoffe doch. Und hier gibt's Dings. Erze. Eisenerz, noch mehr Eisenerz, Hämmer, Zangen, Lederstreifen, Sack durchsuchen, Weizen, Eisenerz. Warum kein Schattenstahl, Eisenbahn? Noch mehr Lederstreifen. Hier kommt so ein blaues Licht. Ein Blasebalg. Noch mehr Eisenbarren. Also wenn man auf Eisen aus ist, auf jeden Fall eine Schatzkammer. Holz nehmen. So, gibt's hier sonst noch irgendwie was? So, Handmeißel. Hier ist eine Holztür. Schrank ist leer. Weizen. Nägel. Das Ding ist leer. Silber und Stahl. Also Eisen gibt es hier auf jeden Fall ordentlich. Wenn man das gebrauchen kann. Hier muss ich mich beeilen. Eisenbarren, Pyräische Handschuhe, Groschen, Bruchszähne, Eisendolch, Skelett ist leer. Schlüssel gibt es hier jetzt nicht. 21, jetzt 23 wahrscheinlich. Wegeszeug, okay, jetzt schnell hier raus. 25, jetzt brauchen wir definitiv nochmal einen Amphibier. Wir haben doch Genesungsträger, okay. Hier ist jede Menge Kohle und seltsamer Stein. Der Stein zerbröselt in eurer Hand. Okay. Hat sich dafür irgendwas anderes da gebildet? Hier ist jede Menge Kohle. Ich glaube, wir müssen hier gleich nochmal rein. Ich glaube, das hat einen Grund, warum sie auch hierher mitgekommen ist und hier ist. Es geht los. Magische Anomalie. Durchsuchen magische Anomalie. Mana-Salz, Saphir. Ist das Ding jetzt einfach hier entstanden, weil ich das Ding da berührt habe, oder wie? Da gehe ich nicht nochmal rein. Von wo kam der denn jetzt her? Warte mal, gibt es da oben noch mehr? Nee. Sie sagt nichts. Okay, gehen wir wieder raus. Noch mal kurz speichern. Und dann gehen wir zu der Tür. Einer der Leichen hat das, was wir brauchen. Die Tür hier sieht aus, als könnte. War zu erwarten.
Dann müssen wir wohl die Kadaver durchsuchen. Irgendjemand... Irgendjemanden muss es geben. Was ist mit Bruder Jabor? Abgelehnt. Kann das jetzt nicht vollbringen. Wenn ihr ihn vielleicht noch einmal versuchen würde zu erklären, wofür wir die Körper brauchen, dann... Ich werde mich vor diesen Narren nicht rechtfertigen. Wenn sie auch nur einen Funken Anstand besäßen, würden sie die Schuld erkennen. Bewegt mich mal in diese Richtung. Ihr wisst ja, was gleich kommen wird. Es gibt andere Wege. Sag den Dienern, dass ich für den Abend nicht mehr gestört werden möchte. Und bring mir neue Salbe. Die Salbe, natürlich, Meister. Schreitet wohl. Vielleicht. Muss den Schlüssel ja haben. Alles in Ordnung, Saira? Ich glaube, ich habe eben Dal'Galar gesehen. Du meinst in einer Vision? Aber wie das? Ich dachte, alles, was du siehst, stammt aus der Zeit der Pyrrhea. Ja, dachte ich auch. Das dürfte die Jagdaufträge erklären, von denen die Dörfler erzählt haben. Aber wofür hat er so viele Kadaver benötigt? Für den Engel? Naja, sehen wir uns erstmal nach... Warte, hörst du das? Ja. Kira. Ich gehe schon mal in diese Richtung. Das sind 6 Gegner. Natürlich, jetzt kommen sie alle auf mich. Kalias Hilfe mal gebraucht. Mist. So. Wie viele gibt's denn noch? Der hat nur ein Stahlschwert. Schlüssel zu Schloss Dal'Galars Quartiere? Okay. Wir haben den. Wir haben, was wir brauchen. Und der hier noch. Das waren alle. Deine Vision muss wohl irgendetwas ausgelöst haben. Jedenfalls können wir uns jetzt auf Widerstand einstellen. Komm, lass uns den Schlüssel finden. Ich möchte mir das hier nicht unnötig lang ansehen. Ich habe den Schlüssel bereit. Hast du ihn? Dann lass uns hineingehen. Okay, gehen wir rein. Das Schloss nach Hinweisen durchsuchen. Benötigt einen Schlüssel. Gut. Versuchen wir von hier aus irgendwie in die Haupthalle zu kommen. Dann sehen wir weiter. Vorsichtshalber. Ich glaube, die werden hier auch wieder alle aufstehen. Lesungstrank, die brauchen wir. Lustiges Kästchen. Natürlich! So verdammt stark. Das waren alle. So, Groschen, Pfeile. Kann ich jetzt an das Kästchen? Ja. Also hier sind jede Menge Pfeilen. Kennen wir schon. Kennen wir. Die Verlorenen. So, Pfeile nehmen wir mit. So,
die Schatulle ist leer. Kurz nochmal speichern. Noch ein leeres Pergament. Wie kam hier Schnee rein? Wo ist was offen? Hier ist was offen. Und hier kam was rein. Okay. Nehmen wir mit. Hier ist ein Treppenhaus. Warte mal. Mit rascher sprechen, wenn die Kämpfe bereit sind. Blut und Staub. Mache ich das hier mal wieder weg. Eine Flöte. Pack mal die Fackel aus. Gehen wir mal in den Keller. Der Keller ist dicht. Okay. Gehen wir nach oben. Okay, dann benutze ich selber halt die Fackel. Wenn du kein Licht machst. Rolle der Seelenfalle, leeres Papier, Frostgift. Was gibt's hier? Granatstein, nehme ich mit. Lesungstrank. Kalia. Kalia, du bist... Noch ein Genesungstrank. Perfekt. Und... Noch ein Groschenbeutel. Hier geht's noch weiter nach oben. Von hier kamen wir, glaube ich, oder? Ja. Noch weiter nach oben geht's nicht. Okay. Gibt's also nur noch einen Weg. Noch mal kurz speichern. Kalia, da kommen sie schon. Feinde, mach dich bereit. Okay, da kommen noch mehr gleich. Alle erledigt? Das waren alle. Okay. Ein Stahlschwert. Hat auch nur ein Stahlschwert. Auch nur ein Stahlschwert. Stahlschwert und Knochenmehl. Magische Disziplin und das Leben des Sorgen bis zum Band 2. Warte, was ist da? Und da kamen welche. Band 1. Sternsommernacht. Ziegenhaut. Leeres Papier. Noch ein leeres Papier. Lyrische Ergüsse und andere Fluide. Einen Leitfaden zu Prinz Smiths Poesie. Hört sich ein bisschen pervers an. Die verloren. Das haben wir ja gerade eingesammelt. Und hier, von hier hinten kamen die. Warte, ich will wissen, was da hinten war.
von hier kamen wir. So waren die wahrscheinlich hier. Oh, hier ist noch eine Holztür. Noch eine Lederhaut, okay. Also die Burg war, glaube ich, schon, also so wie ich das jetzt verstanden habe, gehörte schon jemandem, beziehungsweise wurde schon vorher erbaut. Und Dings hatte es dann einfach nur übernommen. Schloss Dalgala, Hauptkammer. Sie hat es dann also einfach nur übernommen. Hier schöne Löwenstatuen. Oh, was für ein Anblick. Siehst du irgendwas mit deiner Gabe? Nee. Nein, noch nicht. Hast du eine Vorstellung, wo der Stein oder dieser Engel sein könnte? Nein, aber vermutlich haben wir in seinem Gemach die besten Chancen. Das dürfte die große Tür in der Mitte sein. Okay, jetzt brauchen wir wieder eine neue Fackel. Und einmal speichern. Wir sind jetzt relativ weit. Ich will jetzt nicht nochmal draufgehen oder so. Was ist das da? Verschlossen, natürlich. Aber gut, was kann man bei einem Einbruch auf anderes erwarten? Mal sehen. Ich gehe mal in der Zeit nach oben. Hm, verstehe. Was? Das ist ein magisches Schloss. Einer der Magister hat uns mal ein ähnliches gezeigt. Man braucht Losungswörter, um es zu öffnen. Zwei Stück, wie es scheint. Na, Großart. Und wie kommen wir an diese Losungswörter? Das könnte schwer werden. Aber mit Sicherheit waren es Wörter, die Dalgala etwas bedeutet haben. Wenn es uns irgendwie gelingt, mehr über ihn herauszufinden, dann haben wir vielleicht eine Chance. Ansonsten müssen wir einen anderen Weg hochsuchen. Lass uns die beiden Türme links und rechts von hier durchsuchen. Viel anderes bleibt uns ja nicht übrig. Ach so, okay. Den linken Turm nach einem Losungswort durchsuchen, den rechten Turm nach einem Losungswort. Okay. Forschungsraum. Okay, sie benutzt die Fackel, dann benutzen wir Schild. Feuerelementar rufen. Feuerblitz, Rang 2. Runenhelm. Schrank kann ich nicht durchsuchen. Was sind das eigentlich für Dinger? Seelenfall, leeres Papier. Was sind das für Käfige? Also hat er da die Tiere? Ich mache mich schon mal bereit. Das muss wohl so etwas wie sein Labor gewesen sein. Ja, da glaube ich auch. Mit seinen Versuchskaninchen, sag ich jetzt mal. Ich glaube, die werden jeden Moment hier aufstehen. Vier, fünf, sechs, wieder mal. Autsch. So, wo? Was hauen die alle auf mich drauf? Okay, ich brauche deine Hilfe. Ja, Hilfe! Noch mehr Genesungstränke. Fokus.
Das waren alle. Sehen wir uns mal um. Ich hoffe, das waren alle. Mach mal so eine Statue. Speichern. Ich hoffe, wir finden hier noch ein paar Genesungstränke. Da müssen wir wieder rein. Benötigt einen Schlüssel. Ja, super. Jetzt Schlüssel suchen. So. Hat einer von denen vielleicht den Schlüssel? Hier war Öl, Kalia. Du hättest was machen können. Da ist der Schlüssel. Gibt es einen Grund, dass du dich versteckst, Junika? Verzeiht, Meister. Ich wollte mit euch sprechen. Natürlich wolltest du das. Was bedrückt dich? Es. Verzeiht meine Worte. Aber die jüngsten Entwicklungen beunruhigen mich. So? Ihr habt euch verändert, Meister. Täglich kommen die Kranken an unsere Tore und bitten um Hilfe. Aber ihr verbietet uns, ihn zu öffnen und verbringt stattdessen jede freie Sekunde eurer Zeit mit dem Mädchen. Und jetzt noch dieser schwarze Stein. Kennt ihr denn die Sagen nicht? Ihr sollt geh und pack deine Sachen, Julika. Was? Ich mache mir doch einfach nur Sorgen. Ich weiß. Und dafür danke ich dir. Nun geh. Deine Lehrlingschaft ist vorüber. Aber... geh! Okay. Hatte ich jetzt noch eine Truhe? Achso, die hatten wir schon. Hier ist noch eine Truhe. Groschen, okay. Nochmal Groschen und Pfeile. Wir haben den Schlüssel. Okay, ist halt gespeichert. Alter, wie viele Bücher. Also das ganze Regal geht damit. Beobachtet, durchsucht. Warte. Ja? Was, das wollte ich mir gerade ansehen. Scientia Sinistra von Ibn Naidarim. Das war ein Arkanist der Sieben Tossa. Hier auf Enderei sind seine Lehren verboten. Scheint, als hätten Dalgala für den Engel Kräuter und Lichtmagie allein nicht mehr gereicht. Okay. Lass mich raten, oben brauchen wir wahrscheinlich auch wieder ein Lösungswort. Lauter anatomische Modelle. Sogar verloren. Mich wundert nicht, dass er und der Bund der Apothekarii ihre Meinungsverschiedenheiten hatten. Ja, da glaube ich auch. Und dass die hier gleich auch aufstehen. Mach mir Sorgen. Forschungsturm. Warum haben die hier eigentlich das Zeichen der Diebesgilde aus Skyrim genommen? Schiebetür. Ich speichere einmal. Gibt's keine Toten, ne? Was zum... Das ist kein Lappen. Das ist eine Gruft. So. Schwarzer Seelenstein. Kirasch.
Jetzt wissen wir, dass es wirklich nicht bei Kleintieren geblieben ist. Aber was ist das für eine Flüssigkeit, in der die Körper schweben? Gute Frage, aber ich habe sie im Anwesen des alten Mannes in seinem Sanktum schon einmal gesehen. Sie scheint Körper in eine Art Stase zu versetzen. Verstehe. Siehst du das? Ein Kristall, aber so matt, als wäre ihm alle Energie. Energie ist Leben und Energie ist Tod. Weniger, nicht zu wenig, aber weniger. Enttäusch mich nicht, diesmal nicht. Entzogen worden. Vermutlich war das eine Art Test für das Experiment mit dem schwarzen Stein. Was meinst du? Ja, er scheint daran geforscht zu haben, die Energie von Kristallen irgendwie auf organisches Leben zu übertragen. Dasselbe hatte er wohl mit dem Stein vor. Was? Ich habe es eben gesehen, diese Leichen hier, er muss mit ihnen experimentiert haben. Ich glaube, er wollte sie wieder zum Leben erwecken. Aber wozu? Dann wäre der Engel eine Art Extraktor? Das wird immer konfuser. Komm, lass uns nach der zweiten Losung suchen. Kann ich das Ding mitnehmen? Da sind sogar Hände drum. Ein Genesungstrank, ja super. Was soll ich jetzt mit nur einem Genesungstrank machen? Mist. Aber wie viele Leichen hier sind? Warte mal. Und? Irgendetwas? Also hier noch nicht. Irgendwas muss ich doch damit machen können, oder? Rolle der Arkanrune. Bücher? Warte mal, Engel? Im Labor nach einem Hinweis auf den Losungswort suchen, den rechten Turm nach dem Losungswort suchen, den linken Turm nach dem Losungswort, das Schloss nach Hinweisen durchsuchen. Wonach muss ich hier suchen? Es wird das da markiert, ja, aber... Und? Irgendetwas? Gerade stehe ich auch auf dem Schlauch. Was muss ich damit machen? Er hatte irgendwas gezaubert, aber was? Vielleicht kann Rune einfach? Arkanrune? Sehr gut, Saira. Und jetzt? Rolle der Seelenfalle. Und? Irgendetwas? Bis jetzt noch nicht. Hier.
irgendwas. Lebensabsorption. Nee. Bayer rufen. Totenhauch. Ich mach mal Totenhauch. Nee. Hier vielleicht? Erdung, Feuerball. Gleißender Funke, Kettenblitz. Hier? Konter, lautlos, Panik. Psionische Druckwelle, Psychose, Traumfresser. Ich mache mal Traumfresser, vielleicht damit. Konvertiert 25 Lebensenergie in Mana. Ihr könnt durch den Effekt sterben. Essenzgabe. Götterschild. Leben entdecken. Magierlicht, magischer Schild. Paralysieren. Target gets paralyzed for 2 seconds. Saldrins Berührung, Telekinese. Totendecken, Wasseratmung. Nahen rufen. Und? Irgendetwas? Nö. Das Magielicht. Lebenstrank. Immerhin. Muss ein bisschen Mana regenerieren. Hier wieder steht. Magielicht. Und? Irgendetwas? Ich raffe nicht, was ich machen muss. Vielleicht noch mal laden? Ich mach von hier noch mal. Wir brauchen vielleicht das eine Dings, was wir da gefunden haben. Was zum... Das ist kein Labor, das ist eine Gruft. So. Kirasch. Jetzt wissen wir, dass es... This conversation cannot be interrupted. Quit the game? Wie? Vielleicht nicht bei Kleintieren geblieben ist. Aber was ist das für eine Flüssigkeit, in der die Körper schweben? Verstehe. Siehst du das? Ein Kristall, aber so matt. Als wäre ihm alle Energie... Energie ist Leben und Energie ist Tod. Weniger, nicht zu wenig, aber weniger. Enttäusch mich nicht, diesmal nicht. Entzogen worden. Vermutlich war das eine Art Test für das Experiment mit dem schwarzen Stein. Was meinst du? Er scheint daran geforscht zu haben, die Energie von Kristallen irgendwie auf organisches Leben zu übertragen. Dasselbe hat er wohl mit dem Stein vor. Was?
Ich habe es gesehen, diese Leichen hier. Er muss mit ihnen experimentiert haben. Ich glaube, er wollte sich wieder zum Leben erwecken. Aber wozu? Dann wäre der Engel eine Art Extraktor? Das wird immer konfuser. Komm, lass uns nach der zweiten Losung suchen. Im Labor nach einer Losung suchen. So, Arkan links. Oder, warte mal. Nee, nicht hier. Hier. Hier war das nicht. Muss ich dem Dings hier wieder Leben geben? Wo war denn das? Blitzheilung. Festigt bei einem Verbündeten für Blitzheilung. Haltet euch um, verschlimmert euer Arkanisten 4 und 5. Nee. Verbündeten für 80 Sekunden Lebensenergie. 15 und Ausdauer um 30. Lebensabsorption. Ich probiere das hier mal aus. Und das hier. Beiden funktionieren nicht. Nutzzirkel, Segen des Lebens, Untote vertreiben, Wohltat, halt einen Zauber 6 Punkte die Sekunde. Verschlimmert euer Arkanistenfieber um 0,5%. Die Verschlimmung des Arkanistenfiebers kann durch den Perk Mentalexperte reduziert werden. 2. Atem. Also eine Jungfrau, für einen kurzen Zeitraum werft ihr jegliche erlittenen Nahkampfschaden auf eure Feinde zurück. Also eine Brandung, Klingentanz, Meditation, neue Änderung freizuschalten. Furanische Kampfhaltung, erhöht Angriff und Laufgeschwindigkeit. Erhöht für kurze Zeit euren Waffenschaden. Schatten des Windes. So. Muss irgendwas mit Magie gemacht werden. Ich gehe mal kurz nach unten. Ansonsten, ich raff nicht, was ich hier machen muss. Okay, Kalia bleibt da oben. Das heißt, wir müssen hier im Forschungsturm etwas suchen. Aber ich verstehe nicht, was ich machen muss. Was muss damit geschehen? Und? Irgendetwas? Ich weiß nur nicht was. Die kann ich nicht durchsuchen. Schwarzer Seelenstein. Brief. Tanisha, Worte können nicht beschreiben, wie glücklich mich jeder deiner Briefe macht. Es ist, als würde die Wärme deiner Finger noch an ihnen haften. Aber lass mich keine Zeit vergeuden und auf deine Frage antworten. Unserer Kleinen geht es immer besser. Das kühle Klima tut ihr sehr gut. Nur wenige Tage nach unserer Ankunft hier ist sie aus ihrem Koma erwacht. Ihre Wangen werden von Tag zu Tag rosiger, ihre Atemzüge kräftiger. Ich bin mir sicher, dass du sie zur nächsten Sternsommernacht bereits wieder in die Arme schließen kannst.
Außerdem wolltest du wissen, wann du zu uns ziehen kannst. Schweren Herzens muss ich dich noch einige Monde vertrösten. Deine Anwesenheit hier würde Mayas Heilung gefährden. Und ich bitte dich, nicht nach dem Warum zu fragen. Glaub mir, mich schmerzt die Distanz zwischen uns genauso sehr wie dich. Milian sagte mir, er habe im Leoren in Ark ein ganzes Jahr Unterkunft und Verpflegung für dich gezahlt. Ich schreibe dir alsbald, liebe Samael. Und? Irgendetwas? Ein Brief. Ich schätze, er erklärt einige Fragen. Tatsächlich? Zeig. Daigalar hatte eine Tochter. Und diese Tanisha war wohl seine Gefährtin. Dann war das also der wahre Grund für seine Flucht aus Ark. Er wollte seine Tochter irgendwie heilen. Dafür brauchte er den schwarzen Stein und den Engel. Ja, aber wieso hier und nicht bei den Apothekarii in Ark? Das ergibt keinen Sinn. Immerhin wissen wir jetzt, wie eines der Losungswörter lauten könnte. Tanisha. Viel mehr werden wir nicht finden. Wollen wir wieder hinab? Gehen wir. Gut, komm. Gut, dann versuchen wir mal unser Glück an den Siegeln. Tu du es. Wir waren aber da hinten noch nicht. Hier ist ja auch noch eins. Achso, es hat schon gespeichert. Okay. Ich habe die Befürchtung, hier kommen gleich noch mehr. Noch mehr von den Untoten, von den Verlorenen. Ne, Erweckten. Mehr Tote. Was zum Henker ist hier geschehen? Ja, gute Frage. Er hat bestimmt die Lebensenergie von jedem entzogen, um seine Tochter irgendwie wieder zu erwecken. Ein Seelenstein. Ja. Was zum Henker war das denn? Eine gute Frage. Ich schätze, es hat irgendwas mit Galars Experimenten zu tun. Und mit dem, was hier passiert ist. Ja, vermutlich. Aber das ist kein gewöhnliches Elementarwesen. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ach, lass uns einfach auf der Hut sein. Ich glaube, das hat was mit dem Engel zu tun. Und gräische Handschuhe des Kampfmagiers. Okay, die wachen hoffentlich nicht auf. Keine Kleidung. Leere Pergamente. Sind die einfach nur verblichen oder so? Die Farbe irgendwie verblichen oder sowas? Oder sind die einfach von Anfang an leer? Also noch unbeschriftet gewesen? Ich mache mir jetzt Sorgen wegen der Tür. Das sieht mir nach Sternlingswerk aus. Ohne. Die richtige Abfolge ist es unmöglich, die Barriere zu bannen, richtig? Ja, Mesa. Und die kennt außer uns beiden niemand. Ich verstehe. Dann gebührt euch mein Dank. Wir sollten anstoßen. Tirmatrala Brandwein. Ich muss gestehen, dass ich kein Freund des Alkohols bin, aber hab Dank. Na schön. Worauf trinken wir? Auf unsere Zusammenarbeit? Auf unsere Zusammenarbeit. Und auf eine Welt frei von Leid. Gut. Auf unsere Zusammenarbeit und eine Welt frei von Leid. Ich glaube, er wurde vergiftet. Vorzüglich. Wirklich. Unter uns, Herr
Warum die Barriere? Was habt ihr da oben gelagert, dass euch eine Festung aus Nordwindstein nicht genügt? Etwas Wertvolles. Und etwas sehr Zerbrechliches. Verstehe. Nun ja, jedenfalls wird, Ach, verflixt zugeschraubt. Was bin ich plötzlich müde. Ich glaube, die ganze Arbeit ist mir ein wenig zu Kopf gestiegen. Ja, Mason, ihr solltet euch schlafen legen. Und verzeiht mir. Ich werde für eure Familie sorgen. Darauf habt ihr mein Wort. Ja, er hat ihn vergessen. Was meint ihr? Ich muss die... Es tut mir leid. Mehr über den Mechanismus zu wissen, wird das schwer. Man braucht irgendein Gerät und eine Zeichenabfolge. Und selbst wenn wir das Gerät finden, die Abfolge hat Dal'Galar vermutlich mit ins Grab genommen. Was? Du hattest wieder eine Vision. Ja. Dal'Galar hat diese Mauer und die Barriere von einem Sternlingstüftler entwerfen lassen. Und die danach vergiftet. Vergiftet? Wieso? Ich weiß nicht, vielleicht wollte er verhindern, dass irgendjemand außer ihm diese Abfolge weiß? Keine Ahnung, jedenfalls wird mir dieser Kerl unsympathischer, je mehr ich über ihn erfahre. Vielleicht war er doch nicht der Held, für den du ihn hältst. Ich würde das hier mal sagen. Das macht Sinn. Aber dafür zu morden, das hätte ich nicht von ihm erwartet. Es muss irgendwie mit dem Engel zusammenhängen. Die Frage ist nur, wie wir jetzt hier weiterkommen. Wir haben weder dieses Gerät noch, glaube ich, dass Dal'Galar die Abfolge niedergeschrieben hat, wenn er dafür bereit war, einen Menschen zu töten. Aber es muss einen Weg geben. Sehen wir uns mal um. Okay, Lehrbuch Schleichengeselle. Durchbruch. Bücherschrank. Noch ein Bücherschrank. So. Führt nirgendwo hin, Bücherschrank. Vielleicht könnten wir... Weil mich ein? Vorhin, als wir die Fässer aus dem Lager hochgerollt haben, habe ich noch einen Beutel Schwarzpulver mitgenommen. Ich dachte, er könnte uns nützlich sein. Du hast dich doch in Taumaturgie fortgebildet, oder? Vielleicht könntest du den Beutel mit einem Telekinesezauber durch den Bruch in das Getriebe werfen. Den Rest erledigt dann ein Brandpfeil. Bitte was? Den... Habe ich das mit dem Dings? Eichenbogen. Warum ist hier ein Eichenbogen? Und warum ist hier eigentlich so viel von Wisperzunge? Und... Hab ich noch Schwarzpulver im Inventar? Ich habe kein Schwarzpulver. Was will die jetzt von mir? Den Schwarzpulverbeutel in die Mauer werfen. Einen Weg durch die Barriere finden. Das Losungshaus Tanisha an der Pforte testen. Wo haben wir Schwarzpulver? Ein Brandpfeil. Warte mal. Auftrag, Osten.
Also warte mal, hier kann das nicht sein. Hier auch nicht. Hier glaube ich nicht, hier auch nicht. Das muss hier sein, oder? Leuchtendes Thoriumerz. Was ist Thorium? Magnetz haben wir auch nochmal 3 Stück. Verlier, wo ist das Schwarzpulver? Ich habe kein Schwarzpulver, also bitte sag mir, dass du... Versuch den Beutel durch den Durchbruch ins Getriebe zu werfen. Das wo ist denn der Beutel? Wo ist denn der Beutel? So, Telekinese, wo haben wir das? Wo ist der Beutel? Jetzt ernsthaft, wo ist denn der Beutel? Speisesaal. Von da kamen wir doch gerade, aber ich komme hier jetzt nicht weiter. Kalia, wo ist der scheiß Beutel? Erklär mir das. Ich bin verwirrt. Versuch den Beutel durch den Durchbruch ins Getriebe zu werfen. Aber ich brauche den Beutel dafür erst einmal. Wo ist denn das? Hier. Das müsste funktionieren. Und schieß einen Brandpfeil so. Bogen? Dass er in das Getriebe fällt. Hebt Brandpfeile, die ihr Ziel verfehlt haben, wieder auf. Versuch einen. Brandpfeil, 6 Stück. Einen Einschusswinkel, sonst prallt der Pfeil in die falsche Richtung ab. Perfekt. Hoffen wir, dass das Feuer sich in den Mauern nicht ausbreitet. Jetzt lass uns sehen, was Daigala zu verbergen hatte. Okay. Wie doof konnte ich sein, den Schwarzpulverbeutel nicht zu sehen? Oder ist er erst irgendwann später aufgetaucht? In meinem Inventar. Zeug? Was sind diese blauen Flecken überall? Leerer Flakon. Silberamphore, Magendisziplin, Elementarismus. Das muss wohl das Zimmer seiner kranken Tochter gewesen sein. Sehen wir uns mal um. Ich würde das Spielzeug gerne mitnehmen. Altes Buch. Grosch nehme ich mal mit.
Nein, bitte friss mich nicht. Der Watteur sah ihn spöttisch an. Und wieso nicht, Kleiner? Du bist schwach und ich bin stark. Seine Stimme klang rau wie von Flüsterbaumrinde und... Die Geschichte gefällt dir nicht, oder? Natürlich nicht. Als Mutter sie dir vorgelesen hat, mochtest du sie ja auch nicht. Aber weißt du was, mein Sternchen? Bald ist dir wieder warm. Und dann muss ich dir keine Geschichten mehr vorlesen. Dann kannst du rausgehen und die Welt selbst erkunden. Mit deinen eigenen Füßen. Ich schwöre es dir, Maya. Ich schwöre es. Lia von der Vision erzählen? Oh, das ist ja cool. Den will ich haben. Was ist das für ein Buch? Kalia? Das Mädchen war tot, Zaira. Sie war tot. Bitte? Hier steht es geschrieben. Dalgalars Anschaffungen. Und rate mal, was er neben Tierkadavern noch alles eingekauft hat. Dunstblüten, Lavendel und Schattenknospenfett. Und alles davon fässerweise. Und was soll das bedeuten? Das sind die Zutaten für den Totenbalsam, mit dem die Kile ihre Verstorbenen bestreichen. Solange der Körper damit eingesalbt wird, setzt der Verwesungsprozess nicht ein. Die Kile benutzen ihn, bevor sie ihre Verstorbenen auf das Meer schicken. Aber Dalgalar hat in all den Jahren so viel davon herstellen lassen, dass ein gesamtes kileanisches Dorf für mondelang damit versorgt gewesen wäre. Und du hast doch gesagt, er habe seiner Schülerin aufgetragen, Salbe zu holen. Ja. Dalgalars Tochter war nicht krank, als er sie hierher gebracht hat. Sie war tot. Und er hat sie mit diesem Zeug konserviert wie ein Stück Fleisch. Das deckt sich mit meiner Vision. Das Mädchen hieß Maya. Und er muss versucht haben, sie wiederzubeleben. Das würde die Briefe an Tanisha erklären. Ja, das würde es. Er wollte ihren Tod nicht akzeptieren und hat seine Frau deshalb angelogen. Das ist bitter, wirklich bitter. Aber es ergibt nun Sinn. Das ist der wahre Grund für Dalgalars Forschungen an diesem Engel. Er wollte seine Tochter damit zurück ins Leben holen, was ihm nicht gelungen ist, wie es scheint. Zumindest haben wir jetzt einen Kandidaten für die Losung. Maya. Willst du hier noch etwas bleiben oder sollen wir wieder hinabsteigen? Ja, komm, gehen wir. Ja, komm. Maya und Talisha. Gut. Dann versuchen wir mal unser Glück an den Siegeln. Tu du es. Ja, aber das machen wir in der nächsten Folge. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.